Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MyShish. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal und es geht mal wieder um den Darkside, besser gesagt um den Darkside Cosmo Flower. Der Tabak ist relativ neu und kam vor noch nicht allzu langer Zeit raus. Ist wieder ein Dark Blend von Darkside, ja, wieder mal eine Core-Variante, bloß nochmal vorneweg, wer das Redberry-Video nicht gesehen hat, Core ist die starke Variante und Base die etwas schwächere. Cosmo Flower soll sein eine florale Blaubeere. Also auch wieder nichts für jedermann durch dieses Florale, aber eine Blaubeere, also Blaubeere mag ich persönlich schon ganz gerne, wenn sie gut gemacht ist. Ob das bei dem Darkside auch zutrifft, erfahrt ihr hier im Video. Aber wir kommen als erstes mal wieder zu den Grunddaten vom Tabak und da bezahlt ihr hier wie bei Darkside immer für 200 Gramm Euro, für 200 Gramm Tabak 20,99 Euro. Das Ganze wird euch wieder hier in diesen Pappverpackungen geliefert mit diesen beiden Aufklebern, mit der Sorte und der Variante. Das Ganze habt ihr dann hier drin in so einem Factory Bag und das müsst ihr dann umpacken in entweder eine luftdichte Dose oder ein Schraubglas. Ich habe jetzt hier ein Schraubglas. Hier oben drauf habe ich den Namen und die Variante geklebt und dann würde ich sagen, wir riechen doch mal am Tabak. So, ui, jetzt habe ich es am Finger. So, also wir riechen mal. Das Ganze riecht auf jeden Fall sehr intensiv, also bei euch riecht die ganze Wohnung gefühlt danach, also bei mir riecht es hier im Wohnzimmer komplett nach dem Cosmo Flower und der riecht wirklich so schön floral, ja ich weiß nicht wie man es anders beschreiben soll, aber ja ihr könnt euch unter floral wahrscheinlich blumig, anderes Wort dafür, was darunter vorstellen. Ja und dann habt ihr halt eine eher, ich würde tatsächlich sagen natürlich gehaltene Blaubeere, die sehr, sehr lecker riecht. Also mich, also wenn ich das so rieche, erinnert mich das an ein alkoholisches Getränk. Es riecht so ein bisschen alkoholisch. Doch so ein ganz kleines bisschen wie so ein Cocktail oder so. Keine Ahnung. Oder eher ein Likör, irgendwie so ein Blaubeerlikör. So ein bisschen riecht das. Also eine leichte Alkoholnote rieche ich irgendwie. Und halt diese Darkside Grundtabaknote, die ihr halt immer dabei habt. Ich blende euch jetzt hier ein Bild vom Schnitt und von der Feuchtigkeit ein. Schnitt, Darkside typisch, sehr, sehr grob, gemacht halt für Mehrlochkopf, von daher ist das in Ordnung. Feuchtigkeit, ja, Darkside typisch, sehr, sehr feucht das Ganze. Euch, ihr werdet es dann auch sehen in eurer Bowl, wenn ihr das geraucht habt und ihr das im Mehrlochkopf geraucht habt. Das Ganze läuft euch schön runter in die Bowl und euer Wasser könnt ihr danach auf jeden Fall auswechseln, weil das komplett dunkelbraun ist. Außer ihr verwendet natürlich einen Molassefänger. Ja, dann habe ich soweit alles zu dem Tabak gesagt. Wir rauchen das Ganze heute im Solaris mit Lotus drauf in der Ocean Hookah Kaif. Kopfbau vom Solaris blende ich euch hier an der Stelle wieder ein. So, dann würde ich sagen, ich schnapp mir hier mal das Mundstück, entwirr schnell den Schlauch hier. Und dann nehmen wir mal einen Zug und gucken, ob der schon warm ist oder ob wir den anrauchen müssen, weil ich musste jetzt in letzter Zeit den Solaris meistens anrauchen. Ja, genau das passiert. Ich würde sagen, wir treffen uns dann hier gleich wieder, wenn ich das Ganze angeraucht habe. So, angeraucht ist er jetzt soweit. Und ich würde sagen, wir nehmen jetzt hier mal den ersten richtigen Zug vor der Kamera vom Darkside Cosmo Flower. Ja, und Rauchentwicklung, seht ihr, da geht sicherlich noch mehr. Ganz warm ist er noch nicht, aber so, dass ich ihn rauchen und bewerten kann, auf jeden Fall. Vorweg zur Stärke vom Darkside Cosmo Flower. Es ist bei mir wieder die Core-Variante, also die etwas stärkere Variante und das merkt ihr natürlich auch. Seid ihr Anfänger und wollt das erste Mal Darkside rauchen oder einen Dark Blend allgemein, dann empfehle ich euch auf jeden Fall die Base-Variante. Die ist da ein bisschen schwächer und ja, knallt nicht so nach vorne rein. Sie ist auch schon ordentlich stark,
aber lange nicht so stark wie die Core-Variante. Das ist ja auch der Sinn dahinter, dass die Base-Variante ein bisschen schwächer ist. Der Aufkleber ist dann auch nicht wie bei mir so leicht gelblich, sondern halt wirklich ja, eher so in einem Grau-Schwarz gehalten. Das erkennt ihr auf jeden Fall. Wie ist das Ganze jetzt geschmacklich? Also dieses Florale, was ihr im Geruch auf jeden Fall noch hattet, ist hier nicht mehr so prägnant. Ihr habt jetzt eher eine fruchtige Blaubeernote, die weiterhin, wie ich finde, nicht ins Künstliche, also es ist eine gewisse künstliche Note dabei, aber sie ist doch relativ natürlich gehalten. Und für mich ist es bis jetzt der beste Blaubeerentabak, den ich habe. Ihr habt wirklich eine sehr, also eine relativ süße Blaubeere, die schön vollmundig ist und auch, ja, die ist einfach sehr, sehr lecker. Und nicht vergleichbar zu irgendeiner anderen Blaubeere. Die ist wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, so mit Heidelbeer, so die Heidelbeernote wie im einem Heidelbeer-Joghurt, so Joghurt mit der Ecke, so dieses Fruchtgelee, was da drin ist. So würde ich die ungefähr beschreiben. Diesen floralen Unterton habt ihr trotzdem ein bisschen mit. Der ist aber jetzt nicht so, ja, überwiegend, also es ist nicht so eine florale Note wie zum Beispiel bei einem Kismet, sondern die ist eher im Hintergrund und ja, bleibt auch im Hintergrund. Und ihr schmeckt halt eine gewisse Grundtabaknote raus, die ihr beim Darkside halt diese Dark Blend Grundtabaknote, die ihr sowieso habt. Die ist allerdings auch nicht so penetrant und auch nicht so aufdringlich, sagen wir es so. Umso mehr Hitze ihr allerdings dem Tabak gebt, umso mehr und umso intensiver wird er auch. Allerdings muss ich auch sagen, umso mehr Hitze ihr dem Ganzen gebt, umso stärker wird er logischerweise und umso mehr kommt diese Grundtabaknote raus. Also wenn ihr auf eine starke Grundtabaknote steht, dann könnt ihr dem auf jeden Fall mehr Hitze geben. Das hält er auch ohne einzuknicken auf jeden Fall aus. Ihr müsst den auch nicht wie ich im Mehrlochkopf rauchen. Ihr könnt den auch bedenkenlos im Funnel bauen. Da würde ich euch auch empfehlen, das Ganze locker fluffig zu bauen, ohne Kontakt, schön auf Abstand. Wie ich das jetzt hier auch gebaut habe. Ja, also Darkside ist eigentlich wirklich so der einzige Darkblend, den ich wirklich fluffig und sehr, sehr locker baue. Das braucht er auch einfach. Must Have zum Beispiel drücke ich schon noch ein bisschen an. Also den mache ich dann eher auf einen Semi-Dense-Setup. Und den auch wirklich voll auf Fluff. Ja, alles in allem ist der Darkside Cosmo Flower für mich eine sehr außergewöhnliche, natürliche Blaubeere. Und ich rauche zurzeit viel Dark Blend und auch gerne Dark Blend. Und da ist der Cosmo Flower auf jeden Fall genau das Richtige für mich. Wenn ihr auf eine natürliche Blaubeernote mit so einem floralen Unterton steht und einer leichten Grundtabaknote, ist der Darkside Cosmo Flower super lecker. Und wenn ihr sowieso etwas stärker mögt, die Core-Variante genau das Richtige für euch. Ansonsten, wie gesagt, die Base-Variante. Das war es dann auch schon wieder mit dem Video. Ich habe mich auf jeden Fall riesig gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich über einen Like oder sogar über ein Abo freuen. Und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal hier bei MyShish.